Hallo, auf der Messe Bot Düsseldorf 2020. Und bei uns auf dem Stand ist meine tolle Freundin Biene. Hallo. Hallo. Biene ist die Mama von dem freien Anzug Napoleon Design. Ich habe vor zwei Jahren ein Design besucht und Biene als Wasserfotografin hat mir ein Bild zur Verfügung gestellt und war die erste Kundin, seit zwei Jahren diesen Anzug trägt und in vielen Gewässern schon verbessert hat. Deswegen ist sie unsere Testimonien und kann sagen, wie sich das trägt und wie ist es mit dem Anzug unter Wasser. Ja, also es war mir natürlich eine Ehre, das Foto, das also auf diesem Anzug wiedergegeben ist, hier zu tragen. Und freue mich auch, dass ich den Anzug hier ganz oft sehe, mittlerweile auch auf vielen Fotos. Und natürlich musste ich diesen Anzug auch selber haben. Und für mich ist er eben halt gut geeignet, weil ich es sehr, sehr anstrengend finde, unter anderem eben halt diesen Anzug aus Neopren immer anzuziehen. Und ich es sehr dankbar finde, dass man endlich eben halt vor diesem langweiligen schwarzen Neopren-Tauchanzügen eben halt wegkommen kann durch diese Anzüge. Ansonsten sind sie sehr leicht, das finde ich sehr angenehm. Und passen gut in den Koffer rein, sind nicht so sperrig und schwer. Und man kann sie waschen und kann sie auch sehr universell einsetzen. Also wenn einmal kalt ist, auf Booten, der Anzug ist natürlich noch trocken, den kann man sie tragen. Oder auch Outdoor für andere Aktivitäten. Wenn man beispielsweise sehr viele Sportarten betreibt, ist das ganz praktisch. Muss man nicht für jeden Sport einen extra Anzug haben. Also ich trage den seit zwei Jahren und er hält tapfer durch und ist sehr widerstandsfähig. Er hat mittlerweile an die knapp 200 Tauchgänge überstanden, heil. Und ich fotografiere auch, der wird also so ein Stück weit auch ein bisschen belastet. Auch das macht er mit, die Farbe ist ganz praktisch dafür. Ich gebe den nicht her. Ja, das kam dann nachher natürlich etwas später auch noch dazu. Was ich sehr schön finde, mein vorheriger Anzug, der hatte hier so lauter Plastikaufdrücke drauf und die haben sich also nach und nach alle abgelöst. Was also jemand, der natürlich nicht unbedingt noch zusätzlich die Meere mehr als notwendig belasten will, nicht unbedingt gut findet, sieht nicht schön aus und ist natürlich auch nicht gut für die Umwelt. Und da leistet der Anzug, der jetzt also keine solche Prints besitzt, sondern nur Aufnäher, die eben halt gut zu kontrollieren sind, auch einen Beitrag. Mittlerweile weiß ich, dass da Recycling verarbeitet wurde, das finde ich auch sehr schön. Neopren hat auch noch den Nachteil, dass es eben halt diese Luftblasen eben halt nach einer Weile verschwinden, der Anzug dünner wird, nicht mehr so gut isoliert. Das hat er eben halt auch nicht. Stinken eben halt auch, vor allem, weil man sie auf der Safari längere Zeit auf dem Boot hängen hat. Zusammen mit Pipi und anderen netten Geschichten, die sich dort sammeln. Das hat er eben halt nicht. Vielen Dank, Tischchen. Danke dir für alles. Das hat immer Spaß gehabt, dich zu sehen. Ja. Es gibt weitere Taugänge. Ja. Ich danke euch.